Einer der Top-Irrtümer des Jahres 2017 auf Auto-Irrtum war, wie schalte ich eigentlich die Alarmanlage in meinem Fahrzeug ab? Die Alarmanlage im Auto abzuschalten ist besonders dann wichtig, wenn ich denn zum Beispiel ein Tier wie einen Hund im Innenraum des Fahrzeugs lassen möchte. Die Alarmanlagen funktionieren normalerweise so, dass wir zwei Systeme haben. Einmal ein Alarmsystem, das dann angeht, wenn die Tür merkwürdig manipuliert geöffnet wird, dann hupt und blinkt normalerweise alles und das ist wirklich nicht zu überhören und wäre dann für das Tier im Innenraum wahrscheinlich ziemlich stressig. Die modernen Fahrzeuge haben aber meistens auch noch ein zweites System, nämlich eine Innenraumbewachung. Wir haben dafür meistens an der Decke zwei Sensoren, quasi Bewegungsmelder, die dann Alarm schlagen, wenn sich im Fahrzeug was bewegt. Das heißt, wenn denn jemand ins Fahrzeug eingebrochen ist, dann haben wir eben diesen selben Alarmeffekt. Oder wir haben auch noch, das wäre noch ein weiteres System, einen Neigungssensor, der dann Alarm schlägt, wenn das Fahrzeug zum Beispiel auf einen Anhänger geladen wird. Das große Problem beim Tipps geben zum Abschalten für Alarmanlagen ist, dass es wirklich von Hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich ist. Wir haben hier zum Beispiel einen Citroën C3 Aircross, den sperre ich ganz normal ab, indem ich einmal auf den Schlüssel drücke. Dann hat sogar der C3 Aircross eben die Innenraumüberwachung. Das heißt, hätte ich jetzt einen Hund im Fahrzeug und der würde sich bewegen, würde er nach 30 Sekunden auf jeden Fall Alarm schlagen. Wenn ich hier die Alarmanlage ausmachen möchte, geht das, indem ich ein zweites Mal absperre und dann quittiert mir das Fahrzeug das mit einem mehrmaligen Blinken der Warnblinkanlage. Es ist aber wirklich von Hersteller zu Hersteller sehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel bei Ford, beim Ford Mustang GT, dahin hatten wir letztes Jahr die Möglichkeit, die Alarmanlage auszuschalten, direkt nach dem Abschalten des Motors im Bordcomputer. Da würde ich eben einen verminderten Schutz einstellen. So ähnlich ist es auch bei Volvo, wo ich quasi festlege, dass nur der Schutz laufen soll, der dann Alarm schlägt, wenn wirklich von außen versucht wird, das Fahrzeug zu betreten, dass eben die Innenraumüberwachung abgeschaltet ist. Das ist eben, wie gesagt, wichtig für Haustiere. Ein ganz guter Tipp für Fahrzeuge des Volkswagen-Konzerns, zum Beispiel ein Audi, ist, dass die Alarmanlage dann da auf verminderten Schutz geschaltet wird, indem wir hier an der B-Säule auf Höhe des Sitzes hier meistens nochmal einen Knopf haben. So ist es zum Beispiel auch bei Nissan, da wäre hier nochmal ein Schalter, den muss ich lang drücken und dann wäre die Innenraumüberwachung abgeschaltet. Es bleibt aber leider meistens nichts anderes übrig, als wirklich im Handbuch nachzuschauen und der Diebstahlwarnanlage, Alarmanlage oder einfach nach dem Fahrzeugmodell zu googeln, wie denn die Innenraumüberwachung wirklich abgeschaltet werden kann. Normalerweise lässt sich auch nur die Innenraumüberwachung abschalten und das geht eigentlich bei jedem Fahrzeug, aber es ist wie gesagt leider immer unterschiedlich. Was aber wirklich herstellerübergreifend gilt, ist, dass wenn ich die Alarmanlage eingeht und ich sitze zum Beispiel im Café und sehe mein Auto blinken, obwohl es keinen Grund hat und hupen, dann genügt normalerweise ein Druck auf oder zusperren und dann ist der Alarm auch innerhalb von einer Sekunde wieder abgeschaltet.